viel Spaß, durch die Gegend zu reisen und vor ganz vielen Leuten zu spielen. Und es ist natürlich ist ein Traumberuf. Ja, dieser gigantische Erfolg, ist das sozusagen der Lohn für ein Leben voll Arbeit? Ja, es war sicherlich nicht nur Arbeit, aber sicherlich auch viel dafür manchmal ein bisschen verzichten müssen auf andere Sachen. Aber im Endeffekt ist es doch ganz gut geworden. Ja, kann man wohl sagen. Wie hart Davids Weg war, das würde uns gleich alles erzählen. Wir quatschen mit ihm darüber, wie er es schafft, diese Violine so wundervoll zu spielen. Ja, und ihr werdet sehen, Klassik ist richtig cool. Wir werden also nicht nur drüber quatschen, sondern auch viel hören. Und jetzt begleitet uns David schon spielerisch in die erste Spielrunde. Unsere Spielemannschaften, die warten nämlich schon. Ne, Katharina? Ganz genau. Wir fangen nämlich an mit meinen Fröscheln. Die kommen jetzt flott runtergerutscht von der Europaschule in Bornheim. Hier sind sie mit Ben. Norman, Antonia, Lydia und Miriam. Und ihre Gegner sind die Tigerenten vom Evangelischen Gymnasium Erzgebirge in Annaberg mit Maxe, Anastasia, Leo, Deborah und Alinde. Danke, David. Englischen Namen, lebt in Amerika und ist einer der besten Geiger der Welt. Und jetzt für euch im Tigerentenclub, David Garrett. Hallo nochmal. Sag mal, weltweit strömen die Menschen in deine Konzerte. Das ist sicherlich der Lohn von harter Arbeit und vielen, was du verzichten musstest. Richtig, ja. Wann hast du angefangen? Also ich habe mit vier Jahren angefangen zu spielen. Und dann ging es eigentlich dann auch ziemlich zur Sache, so mit 2,5, 3 Stunden täglich. Neben der Schule oder Kindergarten und war sie schon ziemlich heftig, aber mir hat es schon viel Spaß gemacht. Ja, anscheinend, denn du hattest gleich große Erfolge. Mit 5 hast du bereits bei Jugend musiziert gewonnen. Ist das richtig, ja. Mit 5? Es ging ganz früh los. Ganz da war die Geige ja noch fast größer als du, ne? Es gibt ja noch ganz kleine Geigen dafür. Ach, die werden so. Ja speziell angefertigt. Die sind dann mal so ein Viertel von dem hier. Ja, hat sie denn sofort Spaß gemacht? Also ich denke mal, wenn man so ein kleiner 4-jähriger Junge ist, da hat man andere Sachen im Kopf als Geige spielen, oder? Ja, es war schon irgendwie so eine Situation. Mein Bruder hat zuerst angefangen, der ist 2 Jahre älter, der war damals 7 gewesen und ja, ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, immer das zu bekommen, was mein Bruder auch hatte. Und das war beim Gameboy genauso so wie bei den Spielsachen, beim Fahrrad. Und bei der Geige war es nicht anders. Und dann habe ich immer die Geige weggenommen. Und irgendwann mal meinten meine Eltern, der ohne Lehrer spielt ja besser als der mit Lehrer. Das war mein Bruder gewesen. Und der wollte das dann auch irgendwie nicht und war ganz froh, dass ich ihm so praktisch die Last abgenommen habe. Und ging aber ganz gut. Du hast es weiterverfolgt mit der Geige. Wie war es mit deinen Kumpels? Die waren alle Fußball spielen und du musstest immer sagen, Fußball habe ich auch manchmal gespielt, ja? Aber verhältnismäßig wenig natürlich im Vergleich zu meinen Kollegen damals in der Schule. Aber es war halt so mein Ding. Also ich habe es dann auch durchgezogen. Du bist auch gar nicht zu einer normalen Schule gegangen. Du hast Privatunterricht bekommen, ne? Also wie sagt man, Grundschule habe ich 4 Jahre natürlich durchgemacht. Allerdings hatte ich freitags immer frei. Also es war natürlich zusätzlich eine gute Möglichkeit zu üben an dem Tag. Aber dann im Gymnasium bis zur Oberstufe habe ich praktisch nur Privatunterricht dann bekommen. Das heißt, die Lehrer kamen zu mir nach Hause und ich musste eigentlich nicht zur Schule. Das auch ganz trotzdem nett, gelernt, ne? Trotzdem aber ich stelle es mir irgendwie auch ein bisschen einsam vor, oder? War sicherlich nicht so sozial wie in der Schule. Allerdings wurde man auch nicht gemobbt, wenn man ganz alleine ist. Insofern hat es auch was Gutes gehabt. Mir blieb viel erspart. Ja, ich glaube, viel habe ich durchmachen müssen. Auch mal, mit 13 hattest du dann deinen ersten Plattenvertrag, ne? Richtig. Hast ja. CDs aufgenommen und so. Wo bist du denn aufgeregter? Im Studio, wenn man wirklich jeden kleinsten Fehler hört? Oder im Konzert, wenn es eh irgendwie lauter ist vor tausenden Leuten? Nein. Also ich sag mal so, ich glaube, Konzert ist schon was ganz, schon wahrscheinlich noch eine Stufe höher, weil du natürlich keine Möglichkeit hast, etwas zu wiederholen. Das geht im Studio, ist ein bisschen relaxter. Und insofern, Konzert spielen ist schon eine einmalige Sache. Dir ist es ja völlig wurscht, ob es Klassik ist oder Pop. Du mischt alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Warum machst du da nicht so eine strenge Trennung, wie das die meisten anderen machen? Weil ich mir das überhaupt keinen Sinn ergibt. Also ich höre sehr gerne Musik, ob das jetzt klassisch ist oder Pop oder R&B oder Rock oder sonst was. Ich habe so ziemlich alles im Regal stehen und dementsprechend, warum soll ich das nicht in meinem Beruf mit einbinden? Und habe da viel Spaß dabei und habe nichts. Ich meine, ich spiele immer noch 50% meiner Konzerte rein klassisch, aber die anderen 50% sind dann halt etwas für jüngere Leute und für Kids und halt ein bisschen spaßiger gemacht. Ja, und genau dafür hast du ja auch vor kurzem im Echo in der Kategorie Musik ohne Grenzen gewonnen, dass du das eben nicht diese Grenze ziehst. Herzlichen Glückwunsch dafür herzlichen nachträglich. Dank. Der hat mich auch überrascht, toller aber Preis. War natürlich eine schöne Sache. Ja, ja von mir auch. Danke. Muss man das mal schaffen. Ja. Einer der wichtigsten Preise überhaupt in der Klassik. Also war schon eine schöne Sache, ja. Was würdest du denn sagen, wenn sich jemand dafür interessiert, ein Instrument zu lernen? Viele werden ja ein bisschen gequält, vielleicht sind es auch eher die Eltern mit der Blockflöte. Ja, dann gibt es Weihnachten, ne? Ja, schön, Spiel mal. Die ganze Familie.
Oder das Klavier, da ist natürlich praktisch, die Töne sind alle schon fertig, man muss noch draufdrücken auf die richtigen Tasten. Also Geige ist nicht unbedingt das angenehmste Instrument zu spielen, aber auch am Anfang zu hören. Also das kann ziemlich, kann ziemlich schräg sich anhören. Insofern würde ich wahrscheinlich dann doch eher sagen Klavier oder Gitarre, weil du natürlich da nicht mit der Intonation, also mit der Sauberkeit der Noten zu tun hast. Jetzt wollen wir auch mal ein bisschen was sehen. Ja. Zeig uns doch mal, wenn man jetzt Anfänger ist, womit fängt man beim Geigespielen an? Oh mein Gott, das war wahrscheinlich also normalerweise ist das Wichtigste natürlich Position. Also den Bogen musst du natürlich irgendwie festhalten, den kannst du ja nicht so halten wie so ein Butterbrot oder so. Also kann man schon, aber dann kommt halt nichts mehr raus. Aber du musst sie ja ziemlich gerade ziehen. Geige muss natürlich unter der Schulter und also da muss man mit der Hand nicht festhalten, sonst kannst du ja nicht bewegen. Und dann geht es natürlich mit Tonleitern, Etüden und Paganini-Kapellen. Dann geht's natürlich weiter. Aber wie machst du das denn? Bei einer Gitarre, das ist ja irgendwie eingeteilt, ne? Da weiß man ja ungefähr, welchen Ton man trifft. Wie ist denn das bei der Geige? Da ist ja überhaupt nichts. Da gehört das, dann kommt die Arbeit mit dem Spiel. Also du kannst natürlich, wenn du sauber spielst, hört es sich gut an. Also jetzt habe ich es richtig getroffen. Aber wenn du es natürlich nicht richtig triffst, also einen Millimeter drüber. Danke. Gänsehaut. Ja, also das geht noch viel schlimmer, aber ich wollte es euch nicht zumuten. Die Geige sieht super aus. Sag mal, woher kommt so eine Geige? Also was ist das für eine? Und also die besten Geigen kommen aus Italien, gerade so im 18. Jahrhundert. Gibt es eigentlich sehr, sehr viele gute Geigenbauer. Natürlich Antonio Stradivari. Guarneri ist noch so auch in derselben Liga, Bergonzi. Also es ist alles aus der Cremona-Schule in Italien, so im 18. Jahrhundert. Wenn du sagst 18. Jahrhundert, die ist auch so alt? Die ist von, Moment, muss ich mal nachschauen hier, 1731. Also 18. Jahrhundert. 31, ja. Wahnsinn. Und wie teuer ist so ein Teil? Also das ist jetzt eine Nicola Galliano. Die ist so in dem 250.000 Euro Bereich, aber das geht noch ein bisschen höher. 250, oh Gott, da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden, das können wir uns nie leisten. Genau. Das Tolle an der Geige ist, dass man ja zusammen mit anderen musizieren kann und das haben wir jetzt hier auch mal vor. Ja. Genau, wir haben zwei Kids im Studio, die nämlich schön Klavier spielen können, das sind Kay und Julia, kommt mal zu uns. Applaus für die beiden. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo Julia, setzt euch mal ans Klavier. Genau, ihr zwei spielt ja schon Klavier, ne? Wie lange schon, Julia? Seit 8 Jahren. Boah. 8 Jahren, du bist jetzt? 13. Und du, Kay? Seit 6 Jahren und ich bin 11. Also beide mit 5 angefangen schon, ne? Ja. Ja, toll. Das heißt, ihr müsst natürlich auch viel üben. Wie viel ist das am Tag so? Also so eine Dreiviertelstunde bis Stunde ungefähr. Also, ja. Mehr geht bei mir nicht. Mehr geht nicht. Also das ist noch relativ sozial. Das ist sozial. Ich glaube, das ist okay, dass das geht. Die gehen ja auch in die Schule. Dann sind ja keine Beschwerden an die Eltern. Das ist alles okay. Ist alles in Ordnung. Das Tolle ist, ihr dürft jetzt mit dem Weltstar David Garrett zusammen einen kleinen Workshop machen sozusagen. Soll ich erklären, was wir machen? Ja. Also es gibt ein ganz nettes Stück von einem Virtuosen aus dem 19. Jahrhundert, Niccolo Paganini. Er hat eine Variation über ein Stück geschrieben, was ihr sicherlich alle schon mal gehört habt. Das heißt, Mein Hut, der hat 3 Ecken. Und wir probieren das jetzt einfach mal so ein bisschen zu improvisieren. Also wenn ihr mal mitmachen wollt.